Was passiert, wenn wir uns nicht an die Sternschaltung halten, sondern eine Dreieckschaltung beim Drehstrom aufbauen, sodass wir die Leiter einfach auf eine andere Art und Weise belasten? So beispielsweise L1, L2, L3, den Nullleiter brauche ich noch, hänge ich mal einfach hier hin. 1, 2 und 3. Zur besseren Übersicht benenne ich die Knoten hier. Habe die Impedanzen Z1, 2, Z2, 3, Z3, 1 und natürlich hier die Spannungen U1, U2, U3, die Ströme I1, I2, I3. Da ich nicht weiß, wo ich den Nullleiter anschließen soll, natürlich keinen Nullleiterstrom. Hier die Ströme, die von I2 nach 3 gehen, 1 nach 2 und von 3 nach 1. Und dann noch Spannungen, die über den einzelnen Impedanzen jetzt abfallen. U1, 2, U2, 3 und U3, 1. So, was liegt vor? Wir können sofort sagen, wie die Spannungen angegeben werden müssen. Ich gebe sie jetzt mal hier zunächst mal mit einem Strich an, weil ich jetzt die komplette Darstellung mache. Das ist nämlich Wurzel 3 mal der Strangspannung mal E hoch J, die 30 Grad, die muss ich noch dazu packen, mal A hoch 0, U2, 3, Wurzel 3, UST mal E hoch J, 30 Grad mal A hoch 1 und U3, 1, Wurzel 3 mal UST mal E hoch 30 Grad mal a Quadrat mit nach wie vor dem a gleich e hoch minus j 120 Grad. Den e hoch j 30 Term, e hoch j 30 Grad Term vernachlässige ich. Ich drehe also im Prinzip das ganze System einmal und es spielt einfach keine Rolle mehr. Und dann habe ich hier die einfachen Ausdrücke U1, 2. Jetzt mache ich es mal ohne Strich, weil ich ja jetzt den weiterrechnen möchte, Wurzel 3 mal UST mal A hoch 0, U2, 3, Wurzel 3, UST mal A hoch 1, U2, 3, Wurzel 3, UST-Betrag mal A Quadrat, die 1 kann man schöner schreiben. Okay, so, was bekommen wir? Wir haben natürlich jetzt die Ströme I1, 2 gleich U1, 2 durch Z1, 2, I2, 3 gleich U2, 3 durch Z2, 3, I3, 1 gleich U3, 1 durch Z3, 1. So weit, so langweilig. Wir haben nach wie vor die Knoten, die wir auswerten können, nämlich I1 gleich I1, 2 minus I3, 1, der obere Knoten, I2 gleich I2, 3 minus I1, 2, der Knoten und I3 gleich I3, 1 minus I, 2, 3. Wer mag, kann das Ganze natürlich schreiben als eine Matrix. Aus der dann die Knotenspannung, Ströme gebildet werden. Ja, und das verteilt sich immer so mit Nullen und minus Einsen.
Man sieht relativ schnell, dass die Determinante 0 wird. Das heißt also, dieses System ist nicht invertierbar. Von I1, I2, I3 lässt sich nicht auf I1, 2, I2, 3 und I3, 1 schließen. Aber so rum ging es ja. Gar kein Problem. So, damit ist hierüber jetzt viel gesagt. Wenn wir jetzt mal annehmen, das ist symmetrisch. Also z gleich z1, 2 gleich z2, 3 gleich z3, 1. Dann haben wir offensichtlich sofort den Zusammenhang, dass I1, 2 Betrag gleich I2, 3 Betrag gleich I3, 1 Betrag ist. Und wir können nun ausrechnen. Beispielsweise I1, was dann da ist, Wurzel 3 UST Betrag durch Z mal 1 minus a. 1 minus a kannten wir schon, als wir nämlich die Außenleiterspannungen berechnet haben, ist das schon mal aufgetaucht. Das ist nämlich gerade Wurzel 3 mal e hoch j 30 Grad. Also haben wir Wurzel 3 mal UST durch z mal Wurzel 3 mal e hoch j 30 Grad hier. Und damit ist sofort I1 gleich 3 mal UST durch Z. Und damit haben wir die dreifache Stromstärke und damit auch Leistung bei einer Dreieckschaltung im Vergleich zu einer Sternschaltung. Mit gleichen Impedanzen. Das ist an dieser Stelle wichtig. Wenn man natürlich andere Impedanzen nimmt, dann ergibt sich das anders. So, was heißt das? Wenn ich zunächst alles im Stern hatte und damit eine relativ die Leistung P umsetzen konnte und schalte dann irgendwann um, sodass ich die Impedanzen im Dreieck habe, dann habe ich die dreifache Leistung, die da verbraten wird und auch umgesetzt werden kann und auch genutzt werden kann. Gleiche Z natürlich vorausgesetzt, wenn ich die auch ändere, dann ändert sich vieles mehr.